Ja, servus Leute und hallo zum Freitagsvlog. Ja, beim letzten Mal haben wir ja Gras gemäht und rumgeholt. Und ich habe auch gesagt, ich zeige euch die Nachtschwaden. Ja, daraus ist leider nichts geworden. Ich habe weder das Schwaden noch das Pressen noch das Laden gefilmt. War einfach keine Zeit, die hat mir gefehlt. Ich habe lediglich ein kurzes Video über Instagram rausgeschickt. Da habe ich gerade Nachtschwaden gezogen. War nochmal so 5 Minuten oder irgendwas, aber mir nicht. Ja, wir haben alles eingefahren, sind 280 Büschel gewonnen, oder 281, müsst ihr auf den Ballenzähler gucken. Ist momentan alles auf Hänger und ein paar einzelne Ballen liegen hier im Stadel drinnen. Ich zeige euch einmal, wie das Ganze jetzt ausschaut. Und zwar, ich habe gestern am Bahndamm die Wiese geholt, das waren 101 Büschel. Die liegen hier auf dem Kipper. Ja, da ist ein offener Ballen dabei, leider. Der Vater hat das Heu unten auf der anderen Wiese alles cool. Das ist einmal der Zweiachse hier voll. Schön zugeschlichtet. Bis runter. Das da, das ist das im Hof. Was wir hier gehabt haben, das waren glaube ich 20 Büschel. Und eine Ladung ist dann noch auf dem Ladewagen drauf. Das ist auch gut geschlichtet. Da hat er aufgestochen und hat es auch geschlichtet. Hat er gemacht. Hat er mit Radlader gezogen. Wäre eigentlich fast einmal nicht schlecht gewesen zu filmen, aber es hat nicht funktioniert. Also wie gesagt, ich war gestern im Stress und mir ging es irgendwie auch nicht so gut. Es war die Temperatur, Kreislaufschwierigkeiten. Auf jeden Fall steht er hier drin. Der Ladewagen gut gefüllt. Ja, auch bis oben hin voll mit Ballen. Ja, und so steht es jetzt hier. Und jetzt geht es ans Entladen. Hier innen brauchen wir auf alle Fälle Platz. Jetzt muss ich mal schauen, wenn er dann runterkommt. Ich habe noch nicht angefangen, hatte heute noch keine Zeit weiter. Eventuell mit einer zusammen, geht schneller. Er befördert die Ballen auf und ich schlichte sie mir oben so zusammen, wie ich sie brauche. Und ja, dass wir die Maschinen reinkriegen für heute Abend oder heute Nacht, sind Gewitter gemeldet. Dass wir zumindest den Ladewagen und den Zweiachse leer kriegen. Dann kann der Ladewagen in die Scheune, dann kann die Presse in die Scheune, der Schwade in die Scheune, der Häcksler in die Scheune und der vor der Kippe, der kann beladen bleiben. Den KA15, der steht jetzt hier, der kommt dann oben neben den KL300, weil an mein Auto muss ich jetzt nicht zwingend ran. Und der IHC kann dann hier rein und dann werden die Maschinen aufgeräumt, wenn wirklich was kommt. Ja, schauen wir halt einfach einmal, wie jetzt mein Vater auch Lust hat, ob er mal ein wenig hilft, weil alleine, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das ständige Treppen auf und runter, du wirst blöd. Du kannst 20 Ballen hochbefördern, dann rennst die Treppen auf, schlichst sie zusammen. Ja. Rennst du runter, holst die nächsten 20 Ballen und fängst das Ganze wieder an und das ist ein ewiges Hin und Her. Naja, schauen wir mal. Mittlerweile ist Donnerstag und ja, ich stehe jetzt oben im Stadel. Heute ist ein bisschen luftiger, ein bisschen kühler. Der Vater hilft mir jetzt gerade, wird um die Ballen rauf. Warm. Ja, wir haben es jetzt probiert vom Anhänger aus. Aber eindeutig mit Greifer vom Anhänger, von der AB12 kannst du vergessen. Kannst du dir die Pfeife rauchen. Die hat ein scheiß Ballenmaß, dafür gehen die Ballen alle auf. Das ist Mist. Ja. Jetzt müssen wir sie abkippen. Und selbst das geht nicht gescheit, ich habe es jetzt hier gut drauf gestopft.
Ja, mittlerweile haben wir dann schon Freitagmorgen. Ich habe gestern Abend eigentlich noch eine Aufnahme gemacht gehabt, aber die ist dunkel gewesen hier drin. Deswegen jetzt nochmal. Ja, was macht man nicht alles? Auf jeden Fall. Wir haben das Heu gestern dann alles hochbefördert. Leider hat der Akku von der Kamera wieder aufgegeben beim Hochbefördern. Ja, der Vorderhut unten immer alles, wie gesagt, dann mit dem Greifer aufgegabelt. Der hat sich da immer die Ballen geschlicht, aufgegabelt und hochbefördert. Und ich habe das Zeug dann oben geschlichtet gehabt. Wir haben dann am Schluss, der ein oder andere hat es vielleicht gehört, ich habe ein bisschen geflucht beim Ballenauftun. Ich war etwas genervt, gebe ich ja zu. Die Presse, die AP12, hat die Angewohnheit, durch das Ballenmaß 3648, was die hat, oder das Kanalmaß, dass die Bänder, die Schnür zum Zubinden, ein bisschen weit außen sitzen am Ballen. Bei den neueren Pressen, die haben ein wenig ein größeres Maß, müsste ich jetzt lügen, ist ein bisschen breiter auf jeden Fall, da ist das Problem nicht gegeben. Aber bei der AP12 ist es so, die hat wie gesagt ein Kanalmaß von 36 auf 48. Die Schnüre, das Bindegarn sitzt so weit draußen am Ballen. Und wenn die Ballen relativ lang und nicht fest genug gepresst sind und du beförderst sie dann mit dem Greifer hoch und die fallen dann oben aus dir 2,5-3 Meter Höhe, dann ja, platzen die auf oder waren schief oder die Schnur springt ab. Und das hatte ich gestern leider bei einigen. Ärgerlich. Vorher gesagt, ich hätte halt das Ballenmaß ein wenig kleiner stellen sollen. Ja, das habe ich dann im Nachhinein natürlich gemacht, weil das ganze lose Material, was wir hochbefördert haben, habe ich dann oben gesammelt, habe es am Schluss durch das Loch wieder auf den Kipper geschmissen. Der IHC hing ja am Kipper dran. Ist ja der einzige Schlepper, der einen Kipperanschluss hatte, IHC. Er ist dann rausgefahren. Ich habe den KL300 genommen. Die Presse stand drüben in der Maschinenhalle. Und dann habe ich den KL300 an die AB12 gespannt, die Presse ausgeklappt und die Presse dann, ich habe es wie gesagt wieder leider nicht gefilmt, war keine Zeit. Die Presse stand dann hier drüben, die Pickup, die war in etwa, ja, hier kannst du sagen, mit dem Kipper ist er dann hier drüben reingekommen und dann, ja, wir waren mit dem Kipper bis daher gestanden. Da war die Pickup, das kleine Stück dazwischen und dann direkt in die Presse eingeführt und hier in die Scheune rein gepresst. Ja, die Ballen, die sind dann was geworden, die waren ein wenig kleiner. Ich habe sie dann richtig zugeknurrt hinten und dann hat es funktioniert. Ja, man mag mir nachsehen, dass ich etwas schlecht gelaunt war. Hier in der Heuern ist irgendwie gar nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Hat alles nicht funktioniert. Naja, passiert. Ja, auf jeden Fall. Press steht wieder hinter, Ladewurm steht wieder hinter, Schwarte ist wieder hinter. Der Häcksler ist draußen geblieben, den brauchen wir jetzt demnächst einmal. Wir haben zwei Käferbaum noch da unten in der Hecken drin stehen, bei den Schweinen. Die müssen auch noch raus. Und da hat er gesagt, die Äste will er gleich durchhäckseln. Ja, deswegen ist der Häcksler gleich draußen geblieben. Der Stängel, der normalerweise dann hier. Ja, auf jeden Fall, das Heu ist hin. Vom losen Material habe ich dann auch gleich einmal einen Schwung von dem gepresst, was ich von meiner Bekannten gekriegt habe. Das lag ja da vorne oben. Da habe ich noch einen Schwung drauf. Habe ich gesagt, ich will es einmal probeweise, ob es die Presse frisst. Das Heu ist doch schon ein bisschen älter. Ist nicht mehr das Neueste. Und ja, habe ich gedacht, wenn es zerfällt, dann macht es auch keinen Sinn, das zu pressen. Als Fütterungsheu hat es nicht mehr den Nährwert wie ein frisches Heu oder eins, das halt erst 2 Jahre alt ist. Es liegt halt doch schon 6 oder 7 Jahre, aber wenn du es neu tust als Zufütterung und als Einstreu, ist es natürlich noch optimal. Zum Wegschmeißen ist es auf aller Fälle zerschaut. Das ist wie mit dem Zeug, was da vorne liegt. Das ist alles ganz feins gelump, was ich jetzt von oben dann mit runtergerammt habe, weil da war einiges an losen Stroh. Und das, was zu klein war und durch die Presse durchgefallen ist, das liegt jetzt da vorne. Der ein oder andere wird jetzt sagen, ach, dann fahrst du auf den Misthaufen. Nee, natürlich nicht. Das kommt nicht auf den Mist, das kommt dann in den Stall. Zum Wegschmeißen ist es eigentlich wirklich zu schade. Dann lieber in den Stall als Einstreu und dann kommt es immer noch auf den Mist. Ja, so läuft das Ganze. Auf jeden Fall.
was ich dieses Jahr festgestellt habe und was jetzt definitiv dann wohl in näherer Zukunft mal neu werden muss oder zumindest was anderes her, ein gebrauchter anderer, neu kann ich es mir nicht leisten, der Schwader. Der Schwader hat heuer leider wieder massiv Probleme gehabt. Es ist immer wieder mal, dass da irgendwas nicht passt, dass er spinnt oder sonst was. Wir hatten heuer das Problem, ich weiß nicht, ob man sie überhaupt erkennt, da vorne. Die Schweißnaht hier, die ist jetzt neu. Die alte Schweißnaht unten drunter, die war angerissen, bis daher in etwa. Nicht durchgerissen, nur oberflächlich. Ist natürlich blöd, das ist der tragende Bock, da hängt der ganze Schwader drauf. Und wenn der das Ding auf der Straße dann wegreißt, das ist ein wenig blöd. Ja, dann haben wir die wieder angeschweißt. Mein Schwartuch hüben war auch kaputt. Also, das Schwartuch, das ist ja eh schon lange nicht mehr drin, das Originaler. Das habe ich aber durch einen alten Malzsack ersetzt. Was jetzt halt schon wieder kaputt war. Na. Und das ist eigentlich, den habe ich nämlich letztes Jahr erst gemacht. Ist der Rahmen da oben. Ja, jetzt haben wir ihn wieder aufgeschweißt. Wieder gemacht. Normalerweise, wir können da neues Rohr reinmachen. Der war wieder durchgebrochen hinten. Dann hing das ganze Schwartuch hinten runter. Ja. Und was wir noch haben. Schaut euch mal den Rahmen hier an. Wir sind nirgendwo dagegen gefahren, nicht dass wir wüssten. So habe ich ihn nämlich schon aus dem Stadl rausgeholt. Ja, da ist er auch verzogen. Allgemein hat er dann schon überall ein wenig Schweißnähte. Da hinten, wo es ein wenig dunkel ausschaut. Da hüben ist er schon geschweißt worden. Da vorne dran ist er schon geschweißt worden. Hier ist er schon mal geschweißt worden. Da hinten. Am hinteren Rohr war er auch schon mal geschweißt. Ja, der Fehler, der hat sein Alter. Der ist jetzt einfach doch ein bisschen älter. Der lief früher in einem reinen Grünlandbetrieb mit 30 Hektar. Fusillage und. Tja, der hat mittlerweile sein Leben ausgehaucht. Oder man merkt langsam, er ist in die letzten Züge, kannst sagen. Die Kurvenbahn ist ausgeschlagen, ist nicht mehr so toll. Der ganze Aroma fällt von der Ausnahme. Die Schweißnähte geben langsam aber sicher noch. Das ist ein Schwader, ich glaube aus den 80er Jahren oder was. Ein Fella 312, ein TS 312, DB glaube ich, oder wie du heißt. Ja, eigentlich ein schöner Schwader, weil es ein Frontschwader war. Und der Frontschwader hat den Vorteil, der hat einmal hier diesen verstellbaren Bock. Also nicht diese drehbaren Räder wie oft einmal, sondern einen verstellbaren Bock, der dreht hier oben drin mit. Finde ich eigentlich schon mal ganz gut gelöst. Und die Räder hier, die kannst du aufmachen, kannst du schräg stellen und kannst dann quasi neben dem Schlepper fahren. So machen wir das normalerweise immer im Herbst, wenn wir das Laub zusammen machen. Dann kannst du nämlich möglichst weit nach außen nach, ohne dass du mit dem Bulldog in der Hecke rumfährst und die Spiegel kaputt machst. Kannst den Schwader ziemlich weit rausschieben. Also wenn es den Bulldog sitzt, auf die rechte Seite den Schwader hinausschieben und kannst dann außen zusammenschwaden. Ist optimal normalerweise, aber tja, der hat wie gesagt sein Alter. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwas anderes herkriege. Also eigentlich von Fella so schlecht, muss ich sagen, sind sie nicht. Wenn du weißt, wie du damit umgehst. Ich meine, das sind halt ja, günstigere Maschinen. Die sind nicht ganz so teuer. Qualitativ vielleicht nicht unbedingt das oberste Segment, aber wenn sie funktionieren. Der hat jetzt lang bei uns gearbeitet, hat lang funktioniert. Also entweder wird es so einen, das wäre schön, aber die zu kriegen wird mittlerweile schwierig. Weil dann könnte ich halt den da als Ersatzteillage noch nehmen und könnte mir Teile aufheben. Die ganzen Schwaderzinken könnten wir runterbauen oder ja vom Anbaubock vorne. Was man eventuell als Ersatzteil oder was braucht, das könnte man nehmen. Was mir ganz wichtig wäre, wenn ich wieder einen Schwader hole, dass ich wieder breite Reifen drauf habe. Wie gesagt, wir machen im Herbst bzw. Frühjahr das Laub zusammen. Und die breiten Reifen dort machen einfach viel weniger Bodenschäden. Die gleiten schöner drüber wie die dünner Brotmesserler. Ja, und deswegen wieder die breiten Reifen drauf.
Ja, mal gucken. Auf jeden Fall wieder ein Einkreiselschwade. Glas, Kuhn, Pöttinger, Feller. Mir im Grunde genommen egal. Mir ist wichtig, breite Reifen und eventuell wieder den drehbaren Anbaubock. Ich weiß, es gibt auch die Schwade mit drehbaren Rädern dann. Habe ich noch nicht damit gearbeitet, ob die wirklich so gut sind. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen reinschreiben. Also Fakt ist auf alle Fälle, ich gebe keine 2.500 € für einen Schwader aus. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. So meine Schmerzgrenze wäre Tausende, wo ich sage, okay, weil so viel läuft das Ding bei uns dann doch wieder nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einmal einen ganz neuen kaufen würde. Habe ich mir auch schon angeguckt, aber wenn ich die Preise dann sehe, ist nicht wirtschaftlich. Ja, und was vielleicht noch wichtig wäre, 3 Meter Arbeitsbreite, so wie wir es jetzt hatten, wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, so in den Dreh irgendwie. Mal gucken. Solange noch geht, geht er. Muss man halt damit leben. Jedes Jahr irgendwas anderes zu schweißen. Das ist natürlich, deswegen habe ich keine Videos vom Schwaden nichts gemacht. Beim Nachtschwaden hier im Grundstück ist mir aufgefallen, dass er da oben gerissen ist. Dann denke ich, das ist aber blöd. Dann bin ich runter an die Halle gefahren. Denke ich, naja, dann Spaß mit das. Hab das schon mal freigelegt, dass der vorgekommen, der hat es dann gespaßt. Naja, weil schaue ich auf mein Sporttuch, das Sporttuch auch schon wieder um, das Terrain gebrochen, denke ich, toll, klasse. Ich wundere mich, warum es die ganze Zeit so schief hängt, so schöpf hängt. Naja, ausgebaut, Sporttuch runter gemacht, das wäre gemacht. Wir waren 2 Stunden, bis wir das Ding wieder zusammengerichtet gehabt haben. Und dann konnte ich endlich losfahren. Und dann denkst du, also klasse, ja, jetzt wird es ein wenig stressig. Ich war dann um 6 Uhr bin ich hier wieder losgefahren auf meine anderen 2 Wiesen. Und ja, um 8 Uhr war ich dann endlich daheim. Also, boah. Hab ja gedacht, nee, filmen brauchst du da nichts mehr. Und beim Pressen war es dann einfach auch wieder der Vorschwaden. Und dann das Pressen, es war einfach zu stressig, ich wollte fertig werden. Der Vorher gesagt, wenn er heimkommt, der möchte gleich das Laden anfangen. Also habe ich aber ein Gas gegeben und mir ist leider die Kamera da dabei. Irgendwie. Tja, ich habe es jetzt zwar dabei gehabt, aber ans Filmen hat mir nicht gedacht. Na, blöd gelaufen. Tjo. Jetzt schauen wir mal noch auf den Heustock. Und ja, dann habt ihr gleich gesehen, wie es da oben ausschaut. Ja, oben in der Scheune haben wir jetzt das ganze Heu. Sind wie gesagt jetzt an die 300 Ballen. Und ja, so schaut das Ganze aus. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was erkennt. Da liegen sie. Ja, hier muss ich mal ein bisschen Platz lassen, weil sie hier runterfallen. Die Ballen hier, die so ein wenig den Strohanteil drin haben, wie man sieht. Das ist das lose Stroh, was hier dann mit lag. Da liegt schon noch mehr, aber zumindest den Berg hier haben wir weggemacht. Und den Berg da drüben weggemacht. Weil hier lag früher mal Stroh bis hier vorne hingelagert an die Stelle. Komplett hier rüber. Und ja, da war ein Haufen Gebrösel noch am Boden, das habe ich dann alles mit runtergerammt. Alles schön auf den Kipper drauf. Und dann durch die Presse. Ja, also wie gesagt, die Presse, die hing am KL300. Wir haben es ausprobiert. Habe ich leider auch nicht gefilmt. Wäre eigentlich einmal ein Bild gewesen. Der KL300 auf nur vielleicht Viertelgas, die Presse hinten dran und hier in der Scheune gepresst. Geht hervorragend. Also ich denke mal, der KL300 könnte mit der Presse durchaus auch pressen. Wäre durchaus wahrscheinlich nicht einmal ein Problem. Vielleicht beim nächsten Mal, dass ich es probiere, ob der das kann. Oder natürlich, was schön wäre, ohne Schwade unten ist aber zu schwer dafür, wäre den KL300 als Schwadschlepper nehmen. Also quasi den Heuwender an der KA15. Und den Schwader an der KL300 mit unten Schwader, das hat aber der Großvater schon probiert und hat sich die Hydraulik kaputt gemacht. Die läuft dann heiß, weil er einfach zu schwer ist. Ich weiß gar nicht, was das Ding wiegt. Da wäre es natürlich schön, wenn man einen Schwader kriegt, der auch ein bisschen leichter wäre. Wo du keine großen Gewichtsprobleme hast und dann könnten wir das durchaus auch machen und den IHC dann zum Pressen. Am IHC ist das Pressen halt komfortabel. Du könntest theoretisch auf die 1000er Zapfwellen hängen und dann brauchst du fast kein Gas mehr zum Pressen. Wäre natürlich auch eine schöne Sache. Ich hänge sie immer auf die 45er, die Presse, weil ich immer denke, naja, hast du ein bisschen Reserve übrig. Funktioniert normalerweise auch. Also ist kein Problem. Was halt hier einfach nicht geklappt hat, das war
anständige Schwaben ziehen. Die waren irgendwie alle schief und krumm. Und vor allem dieses Mal zu groß. Ist blöd gelaufen. Waren richtig dicke Schwaden. Die hat die Presse wieder nicht aufgenommen. Darfst du ständig absteigen. Darfst du mit dem Rechen wieder dann damit zusammenziehen und wieder in die Presse reinschmeißen. Die Pickup, die war nicht gescheit unten. Ich sage, oh ja, das ist irgendwie nicht so schön gelaufen, wie ich mir gedacht habe. Aber es ist daheim und das ist das Wichtigste. Ja, und was will man eigentlich mehr? Ja, wie gesagt, die Maschinen sind alle wieder drinnen soweit. Das Einzige, was jetzt noch draußen steht, ist so eine Jensen-Häcksle. Der steht da hinten. Ja, wie gesagt, der wird eh demnächst gebraucht, dann ist wurscht. Der Korridor dahin. Wachs ist aufgerammt, Ladewung und das ist alles drin, das ist das Wichtigste gewesen. Ja, und der KA15 steht natürlich jetzt nicht in der Scheune. Da habe ich schon Bilder auf Instagram gepostet gehabt und Facebook. Der steht neben dem KL300, alle zwei im Carport. Ja, und an alle die, die kein Instagram oder Facebook haben, dann zeige ich es euch, wie es ausschaut. Also, KA15 und KL300 nebeneinander hier oben drin. Ja. Ich finde einfach ein schöner Schlepper. Ist immer wieder schön zu sehen. Die hat 12,4x24er Reifen oder vom KA15 sind bald so groß wie die vom anderen Krame. Und die vom anderen Krame sind 28er. Haben fast dieselbe Größe. Und wie wuchtig die halt auf dem KA15 ausschauen. Also ich mache beide Schlepper zu gern. Das sind einfach schöne Maschinen. Für ihre Zwecke. Ja, denn KA15 habe ich gestern nochmal vor dem Ladewagen dann auch gehabt, da waren die Ballen drauf, die habe ich mit dem KA15 runtergelassen. Du merkst natürlich mit Zapfwellengeräte immer das Problem, das du da hast. Der hat halt nur eine einfache Kupplung. Und wenn du da quasi den Ladewagen entlädst und du willst vorwärts fahren, dann musst du quasi kuppeln. Dann steht der Ladewagen, dann legst du den Gang ein, dann kannst du ein Stück vorfahren. Und wenn du dann stehen bleiben willst, aber willst, dass weiterläuft, ja, dann musst du erst wieder auf die Kupplung sappen, Gang raus und dann kannst du die Kupplung wieder kommen lassen, dann läuft der Ladewagen wieder weiter. Ich meine, zum Entladen ist das im Endeffekt wurscht, aber zum Laden ist das natürlich ein bisschen nachteilig, muss ich sagen. Weil, Akkusproblem hast du, wenn es das Stopfen anfängt, mit dem KL300 kannst du stehen bleiben, der KA, der kann das nicht. Also du müsstest höchstens dann den Gang rausweigen, dass du einfach ohne Kuppeln raustust, dass er stehen bleibt. Aber spätestens zum Anfahren müsstest du wieder kuppeln und ja, das ist halt ein wenig der Nachteil. Ich meine, wenn man damit umgehen kann, ist es kein Problem. Es funktioniert schon, aber schön ist natürlich anders. Das ist mit der Doppelkupplung von meinem KL300 definitiv die schönere Lösung. Da sappst halt das Pedal halb durch, der Schlepper bleibt stehen, aber die Anbaugeräte laufen einfach weiter und das ist natürlich das Schönste, was es gibt. Aber nichtsdestotrotz, ich mag sie trotzdem beide, sind meine Schlepper. Habe ich immer wieder Freude dran, damit zu fahren und ja, wie gesagt, die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Nachteil beim KL300, wie gesagt, ganz klar. Und ja, da mag jetzt der ein oder andere sagen, warum pinselst du denn immer wieder drüber? Aber das nervt mich einfach. Die Kotflügel, die haben einfach eine Fehlkonstruktion. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das aufnimmt. Hier innen ist der Kotflügel mittlerweile ganz rau. Da, wenn du jetzt arg einschlägst, dann datzt du da unten immer gegen den Block ran. Und wenn du dann vielleicht noch ein bisschen durch eine Unebenheit fährst, dann scheue der Kotflügel da innen noch rum. Tja, und dann schaut der Kotflügel halt leider nicht mehr so toll aus. Und das zweite, wo er halt immer hängen bleibt, das ist natürlich hier oben, auf der Wölbung. Wenn du einschlägst und kommst da unten durch, bleibt er auch immer da hängen. Und wenn du dann Unebenheiten eben fährst, dann... Ach ja, wenn sie nicht original drauf gewesen wären, hätte ich sie runtergeschmissen. Aber so ein Kotflügel ist doch schon was Praktisches. Und ich lebe damit, ja, man schaut halt immer, dass nichts passiert, aber ich habe es beim Holen auch geschafft, dass ich da an Glatze reingefahren habe. Ich bin halt dann immer so schnell und wurde ein wenig Farb drauf. Die Farbe eigentlich bloß deswegen, dass es halt nicht das Rosten anfängt, glaube ich, der Optik oder was, das ist mir wurscht, aber dass das da vorne gleich das Rosten anfängt, das wäre ärgerlich. Ja, auf jeden Fall, die stehen jetzt wieder hier. Zum Pressen hatte ich beim KL300 natürlich nicht die Ackerschiene mit dem Blech.
Also nicht die. Weil mit dem Blech, das ist immer blöd, das scheuert auf dem Blech rum, dann machst du das ganze Blech kaputt. Dazu ist es zu schade. Dann nehme ich immer die da drüben, das ist ja auch eine vom KL300. Und da ist kein Blech drauf, das habe ich auf Seiten gelegt. Ja, und da lässt sie sich viel schöner fahren. Du hast halt da immer das Problem mit dem Blech. Erstens einmal, wenn du sie aufhebst, die Gelenkwelle schleift dann relativ schnell an, weil das dann auch immer nach oben stolpert beim Fahren. Und wie gesagt, das Blech scheuert dann oben her auch durch. Das ist halt nicht schön, wenn die Presse dann mit dem vollen Gewicht da drauf liegt und scheuert auf dem Blech rum. Das macht auf Dauer dann ekelhafte Spuren. Wie gesagt, das sind Aggerschienen zum Arbeiten. Die hast du dran, da hängst du was noch. Aber die mit Blech eher weniger. Da nehme ich mir dann immer die hier. Die, wie gesagt, auch vom KL300 stammt. Da ist es wurscht. Das ist meine Arbeitsaggerschiene, sage ich immer. Und vom KA15 hätte ich ja eigentlich noch eine schmale. Die habe ich aber eingelagert. Die habe ich so gut wie gar nicht dran. Die ist neu lackiert worden und die liegt halt jetzt rum. Die hat leider kleine Bohrungen, sonst würde ich immer die nehmen. Aber ja, wie gesagt, ich habe so meine Vorlieben und meine Spezialitäten, so wie ich das halt mache. Da mögen mich manche Leute für bescheuert halten oder sagen, du bist doch ein Vollpfosten. Das ist mir scheißegal. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich will die Schlepper so lange wie möglich erhalten und ein wenig schonend behandeln kann man sie, wie gesagt, aller Welt. Es sind Arbeitsmaschinen, ganz klar. Die müssen arbeiten, die müssen auch bei mir arbeiten. Aber wenn man sie noch ein bisschen schonen kann dabei, kann man das natürlich machen, weil die haben alle ihr Alter. Wenn ich überlege, Baujahr 62 und Baujahr 56. Also diese nicht neue Schlepper, wo ich sage, okay, die probiere ich jetzt aus, bis sie kaputt gehen. Sondern man möchte sie doch ein wenig länger erhalten. Es sind Oldtimer, die ihren Zweck natürlich tun, vom Spritverbrauch deutlich günstiger sind wie manch moderne Schlepper, die da wesentlich mehr reinsäuft. Natürlich von der Schlagkraft dann auch ein bisschen schlechter sind. Ich meine, ich kann nicht erwarten, dass ich mit dem KL300 oder mit dem KA15 pflügen tue und bin genauso schnell wie irgendeiner mit einem nagelneuergroßen Fendt oder Glas oder Case oder was der Teufel was. Also ist ganz klar, die Schlagkraft ist natürlich kleiner. Für meinen Betrieb reicht es aber. Um da drauf mal wieder zurückzukommen, warum ich keine größeren Maschinen habe oder nichts Neues anschaffe. Also, wie gesagt, das macht halt keinen Sinn, wenn du einen kleinen Betrieb hast, wie gesagt, 7 Hektar. Ich brauche für den kleinen Betrieb keine größeren Maschinen. Das ist auch, wenn ich mal einen Schwade kaufe, ich kaufe mir keinen Doppelschwade, sondern wieder einen Einkreiselschwade. Klar, mit 3 Meter Arbeitsbreite, weil wir die gewöhnt sind und weil das ein gutes Maß ist. Aber ich gehe jetzt nicht her und kaufe mir dann deswegen eine Doppelschwade oder das ist auch mit der Presse. Ich meine, grundsätzlich die AB12 reicht. Die kriegt bei mir auf alle Fälle nochmal eine Chance im Stroh. Ich meine, war ja mein Fehler vom Einstellen her. Ja, Stroh hat sie auf alle Fälle noch zu pressen. Eine Wiese ist ja noch mit Heu. Und dann schauen wir mal, wie das sich heuer verhält mit dem Wetter. Gestern Nacht hat es noch ein wenig geregnet, waren immerhin 5 Liter. Vielleicht gibt es ja dann auch noch einmal Agromet. Schauen wir einfach einmal. Gut, das war es jetzt auf alle Fälle für dieses Video. Ist doch eh schon wieder viel zu lang geworden. Und viel zu viel Gelaber. Ja, ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt ein schönes Wochenende. Ich kündige an dieser Stelle schon mal an und möchte mich gleich entschuldigen für den Mittwoch. Am Mittwoch hat es leider nicht geklappt mit dem Livestream. Ich hatte keine Zeit. Habe ich aber gesagt, es kann sein, dass es nicht klappt. Aber am Samstag, ich denke mal auf 8:30, 9:30 werden wir einen Livestream machen. Samstag ist dann ein wenig ruhiger, da haben wir auch die anderen Leute alle. Da habt ihr dann mehr Zeit. Und da denke ich einmal Samstag, also morgen Abend, wenn wir mal einen Livestream anschmeißen. Jo, und ansonsten wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende und eine schöne Zeit. Entweder bis Samstag oder bis Dienstag, gucken wir mal. Und ja, an dieser Stelle dann ein Servus.